Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir mit Frankens Bierwelt hier bei der Pyrasser Landbrauerei, natürlich in Pyras, und Zeit hat sich der Achim Sauerhammer genommen, das ist der Braumeister hier im Haus, der erste Braumeister, um ganz genau zu sein. Servus. Erst einmal, wenn wir schon bei der Brauerei sind, danke, dass ich kommen durfte. Kein Problem. Bevor wir anfangen, trinken wir mal. Und wo liegt eigentlich Pyras? Man kennt es ja überall, ich habe mir das jetzt auch beim Herfahren gedacht, aber mal eine kurz. Also Pyras liegt natürlich in Deutschland, ne? Auch wenn zu mir schon Leute gesagt haben, wo liegt das, ist das überhaupt in Deutschland? Sage ich ja, natürlich, das ist genau im Fränkischen Seenland, mittendrin in der Nähe von Hilboldstein, am Rotsee gelegen. Und in Pyras gibt es eine Brauerei. Ne? Ja, also man kennt sie auch, ne? Aber das Örtchen selber müsste man genau. Dann immer so. Es gibt eine Brauerei und es gibt eine Schweinezucht, eine Rinderzucht, aber bekannt ist Pyras das Dorf durch die Brauerei. Jetzt fangen wir mal ganz kurz an. Am Anfang, vor 150 Jahren ungefähr, ging es hier los. Also kannst du mal was dazu erzählen zu den Anfängen? Also jetzt nicht der 1649. Also ich war nicht live dabei. aber das ist ein Familienbetrieb hier, ist mittlerweile in der 12. Generation der Familie Bernreuther. Und hat sich eigentlich so, ist praktisch entstanden, dass es gab einmal den sogenannten Nonnenfalter und der ist mal halt der Forstschädling. Der hat halt die ganzen Bäume kaputt gemacht und die Familie Bernreuther hatte relativ viel Forstbestand und dann war ihm relativ viel kaputt und als Brennholz hat man nicht mehr viel losgebracht und selbst der Bierlieferer oder die Brauerei wollte es nicht und dann hat sich eben der Herr Bernreuther damals gedacht, er macht dann eben seine eigene Brauerei auf und so ist man da hängen geblieben. Und zu Recht. Und das läuft bis jetzt, genau. Ihr habt jetzt mittlerweile auch gute 22 Sorten Bier, kannst du mich gerne berichtigen, ich habe da mal nachgeschaut. Ja. Das aktuelle ist ja im Moment hier. Also wir haben der Ganzjahressorten, 15 Stück und 7 Saisonbiere und jetzt momentan ganz frisch, erst diese Woche abgefüllt, ist das Hopfenpflügerpilz. Ist ein trübes Pilz, ist mit frischem Hopfen eingebraut, sprich wir haben vor der Brauerei einen eigenen kleinen Hopfengarten und der wird direkt gepflückt, der Hopfen, von Handarbeit, Sudhaus läuft nebenbei, kommt der Hopfen direkt in die Pfanne. Jetzt ist es fertig. Schönes, liebes Pilz. Ernte dieses Jahr war super. Hopfen ist top vom Aroma her. Also hier legen wir sehr viel Wert auf das Aroma vom Bier. Dann gibt es natürlich die üblichen Sorten wie Hell-Vollbier. Hell-Vollbier? Den Weizen in sämtlichen. Genau, das haben wir das ganze Jahr. Weizen in sämtlichen Farben, sämtlichen Gehalten. Und beim Bier ist es ähnlich. Dann haben wir Radler, verschiedene alkoholfreies Bier. Haben wir. Und dann kommen die Festbiere, die Saisonbiere, dann Bockbiere. Und Doppelbockbiere. Die sind jetzt auch schon im Gärkeller, wenn wir hier gerade so schön sind. Hier hätten wir zum Beispiel das Festbier frisch vom Tank. Das ist jetzt schon relativ weit. Und hier hätten wir den Doppelbock, das ist der Ultra. Der ist jetzt diese Woche erst gebraut worden. Der hat schon so einen heftigen Namen. Hat schon so einen heftigen Namen. Das ist auch unser heftigster, den wir haben. Vom Alkoholgehalt her am stärksten. Das ist ein klassischer dunkler Doppelbock. Ist jetzt hier voll in der Gärung. Wie man sieht, sehr trüb. Hefe arbeitet noch. Das auch dauert da, noch ein bisschen. Der dauert mindestens noch 6 bis 7 Wochen. Dann habt ihr natürlich auch ein Schwarzbier. Schwarzbier haben wir das auch. Ist ja auch immer, hat nicht jeder. Hat nicht jeder. Und ein Josefi Stark. Josefi Starkbier ist einer unserer Bocktiere. Mit CK. Ein Pilz, Starkpilz, sagt man immer, weil der sehr gut gehopft ist. Hohe Bittereinheiten, sehr weit vergoren, also sehr schlankes Bier und dementsprechend auch bekömmlich, aber auch gefährlich. Ja, in Maßen halt. Ne? Genau. Was ist jetzt so die Nummer 1? Nummer 1 ist Landbier. Wir sind in Franken, da ist es nach wie vor so, dass die hellen Biere einfach die beliebtesten sind. Und danach kommt das Pilz. Und dann kommt schon das Alkoholfreie bei uns. Echt klar. Naja, da werden immer mehr. Seit 2009 habt ihr ja hier die Chefin offiziell, die hat es da übernommen. Das war dann die jüngste Brauereichefin. Ganz Deutschland. Inhaberin. Jetzt hat sie auch schon natürlich ein paar Kinder. Genau. Aber stimmt da die Überlieferung oder was ich gelesen habe, die wollte dann mit 4 Jahren schon die Brauerei übernehmen? Also das war das. Die Maya ist ja schon mit Herz und Blut dabei. Unser Chef hat gesagt, die Maya hat Ähnliches gesagt. Und das wird, denke ich, noch passieren. Das werde auch ich noch erleben. Ja, wenn wir gerade bei der Familie sind, bei euch ist es ja nicht viel anders. Da habe ich ja am Anfang mal fast durcheinander gekommen. Der Vater war ja hier der alte Braumeister, der Senior war ja Senior, der, genau. Und du hattest, das geht aber auch auf die Familie so nebenher. Ich arbeite auch seit ich 12 bin an sich schon in der Brauerei, ich glaube, ich könnte gar nichts anderes und bin jetzt auch seit 2009 hier als Braumeister
und mein Vater ist jetzt nur der DGB dieses Jahr. Also sonst schon bleibt alles familiär hier? Bleibt alles familiär. In welche Richtung auch immer. Jetzt kommt natürlich die Frage über Fragen. Ne? Was hat es mit dem Drehverschluss hier bei euch? Das ist ja wirklich was Besonderes auf sich, oder warum gibt es den? Erstens das, und das war und ist ein Alleinstellungsmerkmal. Bis damals 1997 mit der neuen Abfüllung ist das eingeführt worden vom Georg Bannreiner, vom Seniorchef. Der hat gedacht, er probiert mal was ganz anderes und hat sich so gehalten. Also Hüras, Bier, ja, Drehverschluss ist eine Verknüpfung. Er ist unheimlich praktisch, also man kann dann eben wieder zumachen. Wenn man draußen jetzt halt Bier genießen will, dann fliegt einem schon nichts rein. Wenn man es mal nicht mehr ganz schafft, hier beim Ultra zum Beispiel, nach dem 6. könnte man vielleicht doch mal ein wenig schwächeln, kann man wieder zumachen in den Kühlschrank und am nächsten Tag weitermachen. Zum Frühstück dann am besten empfehle ich das. Und ansonsten, wie gesagt, das ist einfach die Drehverschlussflasche ist Pyras. Das hat auch Vorteile, man darf es jetzt nicht sagen. Beim Autofahren, also als Beifahrer, wenn man auf Konzerte, Stadion fährt, dann kann man die wieder reinlegen. Weil wer hat da nicht schon mal Sauerei gemacht? Also die Beifahrer dann natürlich, ne? Oder Mitfahrer. Dann habt ihr natürlich auch, weil wir bei den Flaschen sind, ein riesen Limo-Sortiment hier, Limonaden. Das ist ja echt überragend. Also das kommt ihr, habt ihr Waldquelle? Richtig. Die ist mittlerweile stärker als das Bier, sagen wir so, wie es ist. Liegt aber nicht daran, dass das Bier unbedingt für weniger wird, sondern einfach das Zeug steigt. Ja, und da gibt es ja auch Sorte. Da haben wir alles, also da haben wir für jeden was dabei, definitiv. Und wird auch immer weiter ausgebaut. Dann habt ihr einen schönen Gutshof, da waren wir vorhin schon. Da gibt es auch natürlich die berühmte Rockklassik. Ja. Nacht ist dieses Jahr leider ausgefallen. Letztes vielleicht. Jahr leider auch schon. Ja. Kann man da nochmal nächstes Jahr drauf Ich denke, fahren. Dass vielleicht man nächstes Jahr wieder mit großem Revival. Na, hoffentlich. Es ist immer auch sehr schwer, Karten zu kriegen. Also wir haben es auch schon ein paar Mal probiert, es ist nicht ganz also einfach. Nach wie vor sind die Karten unheimlich beliebt, das fragen immer noch weit mehr Leute danach, ja, als wir Karten habe ich schon selber können. Festgestellt. Aber gut, vielleicht nächstes Mal klappt es dann besser. Jetzt für Leute, wo das mal richtig auch sehen wollen, von zu Hause habt ihr eine 360 Grad Brauereiführung, Online-Führung. Jetzt erst online gegangen. Da kannst du mal was dazu sagen. Einfach gibt es auf der Webseite. Gibt es auf der Webseite. Ist dabei mit dir irgendwie, ne? Ja, ist mit mir. Ich führe dann durch die ganze Brauerei, durch jeden Raum. Also ich sag kurz was dazu. Nicht zu viel. Und ich denke, es ist recht unterhaltsam. Dann kommen wir schon gegen Ende, wenn du uns schon mal angeschaut hast. Das letzte Wort hat eigentlich immer der Gast, der Gastgeber. Was ist jetzt wichtig für Frankens Bierwelt da außen? Was müssen die wissen? Die Frankens Bierwelt? Die Biertrinker da außen. Ja, das Wichtigste ist, bleibt regional. Lasst euch nicht blenden, auch von irgendwelchen Craft-Beer-Hypes vielleicht gar nicht blenden lassen. Wir machen hier seit 150 Jahren nichts anderes. In ganz Franken, jede Brauerei macht nichts anderes wie Craft-Beer. Sozusagen, wir haben unsere natürlichen Zutaten. Wir machen nichts anderes außer Wasser, Malz, Hopfen, Hefe ins Bier. Und die Vielfalt ist so gigantisch, dass man, glaube ich, in einem Leben fast nicht fertig werden kann, jedes fränkische Bier einmal zu probieren. Der Herr Rittmeier hat mir mal gesagt, also mit seinen Zutaten, was er verwendet, kann er 7000 verschiedene Biere machen. Also das reicht denn auf jeden Fall, man muss nicht. Und 7000 sind Standard und dann, wenn man noch was Besonderes macht, kommen wir nochmal auf 5. Und mit der Hopfensonne. Da sind wir wieder beim Kraftbier, eigentlich geht es ja dann nur um Hopfen. Genau. Und Kraft heißt Handwerk, das machen die Franken ja sowieso seit Hunderten von Jahren. Okay, dann bedanke ich mich, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Und euch da außen vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Danke, ciao. Prost.